Hallo meine Lieben und herzlich willkommen. Heute zeige ich euch das Kürbisbild. Als erstes sage ich, ja, hier ist nochmal das Große. Das ist ja in der Verlosung mit drin. Ihr kriegt nicht das Kleine, ihr kriegt das Große. Ja, und zwar braucht ihr eine Leinwand. Ich habe meine schon schwarz gemalt, damit das schneller geht. Aber ich sage euch, zeichnet erst den Kürbis auch auf die Leinwand auf. Und dann malt ihr das rundherum schwarz und das andere orange. Das zeige ich euch gleich auch noch, also später. Aber ihr müsst euch auf jeden Fall eine Skizze anfertigen, damit ihr wisst, wie groß der kleine Kürbis sein muss, wie groß die Augen sein müssen oder wie groß ihr die haben wollt. Und so, ja. An Material und Sachen, die ihr zum Basteln braucht, ist etwas zum Ausrollen. Ein Tool, was ich immer benutze, das ist dieses hier, weil er schneiden kann und ich benutze es am liebsten. Und ein Pinsel zum Malen halt, schwarze und orangene Farbe und weiße, die habe ich jetzt leider vergessen zu zeigen. Ja, dann braucht ihr außerdem noch Kleber. Am besten ist Sekundenkleber, weil das halt schneller hält, sonst müsst ihr das stundenlang festhalten und das ist echt nervig. So, dann braucht ihr weißes Fimo, orangenes Fimo, grünes und schwarzes Fimo, ganz wenig. Und dann eine Mischung aus Apfelgrün und Tropischgrün. Ich habe jetzt nur extrem wenig Tropischgrün, weil ich ja mein komplettes Fimo jetzt aufbrauche und danach, ich kaufe nichts mehr nach. Ja, dann fangen wir mal an und wir fangen an mit den Zehen. Als erstes müsst ihr das weiße Fimo einteilen und zwar ihr braucht etwas für die Augen und etwas für die Zähne. Und ja, ich brauchte jetzt 12 Zähne, aber ich habe anscheinend einen zu wenig gemacht oder einer ist verloren gegangen. Ich weiß nicht, was passiert ist. Auf jeden Fall, wie ihr gesehen habt, fehlt dem Kürbis ein Zahn. Aber das finde ich jetzt nicht so dramatisch. So, und dann formt ihr die einzelnen Stücke wie einen kleinen Tic-Tac, also in so eine ovale Form, eine Tic-Tac-Form. Und dann müsst ihr das so schräg drücken, dass die so sozusagen, als ob jemand so ein... Ja, wie soll ich das sagen? Die Zähne nicht gerade runter wachsen, sondern wachsen. Mein Gott, Kimi. So schräg aus dem Mund rauswachsen. Da könnt ihr das ungefähr sehen, dass die so schräg sind. Aber ich habe total schlecht aufgenommen. Und mir fehlen auch manche Szenen, weil mein Handy ausgegangen ist, Speicher voll war. Es war nervig. Ja, dann macht ihr die Augen, dafür macht ihr wieder so eine Tic-Tac-Form, rollt das aus oder drückt es mit den Fingern platt, ihr müsst es nicht unbedingt ausrollen. Und formt es so, dass es auf eure Zeichnung zustimmt oder so, wie ihr es haben wollt. Ihr könnt die Augen auch in eckig machen, also so eine Dreiecksform oder Kugel, also kreisrund. Oder die Augen so wellig machen. Ja, also ihr könnt das machen, wie ihr wollt. Und danach nehmt ihr das grüne Fimo, also ohne diesen Mischmasch. Und das Fimo macht ihr dasselbe mit damit. Tic-Tac-Form, platt drücken oder ausrollen. Ich habe es in dem Fall auch platt gedrückt, nicht ausgerollt. Und dann nehmt ihr das Schwarz und ja, macht es als Pupille auch wieder kleine Tic-Tac-Form. Und dann platt drücken bei Ausrollen hilft bei dir so wenig Schwarz überhaupt nicht. Dann wird das nämlich eher länglich statt oval.
Wenn ihr mit den Augen fertig seid, kommen wir zum kleinen Kürbis. Dafür nehmt ihr Orange, macht eine kleine, ja, leicht ovale Kugel und drückt die leicht platt, dass die unten flach ist und oben eine Wölbung hat. Also wie so ein, eine Halbkugel. Und dann nehmt ihr etwas Grün, um den Stiel von dem kleinen Kürbis zu machen. Ihr könnt an den kleinen Kürbis auch ein Blatt dran machen, aber ich habe das leider, also nicht leider weggelassen, sondern habe es einfach weggelassen, weil man das sowieso kaum sieht. Und ja, dann nehmt ihr euch ja, diese Grünmischung und teilt das, aber nicht komplett in der Mitte, sondern für das Blatt etwas weniger, für den Stiel etwas mehr. Hier sieht man jetzt zum Beispiel eine wundervolle Aufnahme, weil man überhaupt nicht sehen kann, wie ich das Blatt forme. Ja, also den Stängel, aber dafür habe ich einfach eine längliche Rolle gemacht, also eine Wurst, und habe die dann halt so leicht schräg geformt, dass das aussieht wie so ein Stängel. Stängel, Stiel. So, für das, da habt ihr gerade gesehen, das war ein Cut, dadurch, dass mein Handy Speicher voll war. Ja, dann formt ihr das zu so einem Oval, das oben und unten eine Spitze, also eine Spitze ist. Drückt das platt und rollt es dann aus. Und dann drückt ihr die Spitze zusammen. Und wellt das dann so, dass das so wellig ist, als ob das die eine Ecke aus dem Bild rausspringt und die andere Ecke wiederum nicht. Da könnt ihr das ungefähr sehen. So. Und dann muss das Ganze backen. Da solltet ihr jetzt vorsichtig sein. Ihr solltet jetzt nicht genau Fimo-Temperatur im Auge behalten, sondern ich habe das bei 100 Grad so 10 Minuten drin gehabt, weil das wirklich bei mir kleine Teile sind. Umso größer die Teile, umso länger auch. Aber sonst werden die schwarz. Das ist mir nämlich schon mal passiert. So, hier seht ihr das, was ich jetzt falsch gemacht habe. Und zwar ist das der Schritt, den ich eben meinte, also ganz am Anfang. Ihr schneidet eure Skizze aus und den Mund und zeichnet das ab und malt das, was ich jetzt orange male, orange aus und da den Mund innen drin und rundherum schwarz. Weil ich muss nämlich mehrere Schichten machen, damit diese Flecken nicht da sind. So, da malte dem kleinen Kürbis ein Gesicht auf. Das habe ich leider nicht gefilmt, weil meine Kamera ausgegangen ist. Also mein Handy. Und da ist auch was weg gewesen von dem Aufkleben. Aber da müsst ihr das einfach so wieder auf eurer Skizze aufkleben. Und die Zähne, macht das am besten mit der Pinzette, weil das sehr schwer ist, die einzeln aufzukleben. Und wenn ihr fertig seid, könnt ihr dann mit schwarzer Farbe Linien ziehen, so wie das hier ist. Und ansonsten das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.